Willkommen Steinemeister aus dem Herzen Schweiz, aus der wunderschönen Stadt in Zofingen. Und heute geht es um die Bank, um die BRIC Bank. Die BRIC Bank, ja, die 10251 von 2016, noch nicht lange her, 4 Jahre. Als ich dieses Set gesehen habe, habe ich gesagt, super, ein neues Haus. Ja, ich habe schon 3, jetzt will ich das neue Haus kaufen. Und dann habe ich zugeschlagen, dieses gekauft. Ich habe hier 2 gekauft und ich wollte das aufbauen, weil ich gesagt habe, eine Bank muss doch größer sein. Aber ich habe dann mir anders entschieden und habe aus dem zweiten Haus neue Häuser gebaut. Und das war auch schön. Und das Schöne von diesem Haus ist nicht nur die Fassade, die Details, wo der Designer sich ausgesagt hat, sondern die Verbindung mit der Bank. Und wir haben erstens mal hier eine schöne Uhr, die ist hier, wunderschön gemacht. Die passt sehr gut und die macht, wenn die nicht da wäre, dann wäre das nur quadratisch. Es ist eine super Auflockung, hier eine Uhr reinzutun. Super. Dann haben wir eine preisausschreibende Gewinnerin und die hat so eine kleine Plakette und die wird fotografiert von dieser Person hier vorne und hat Spaß. Und jetzt denkt ihr, wenn ich so Geschichten erzähle, oh, jetzt muss ich aufpassen mit Copa, weil das könnte ein Kind gefallen, wenn ich da Geschichten erzähle und er hat kein Whisky. Ui. Habe ich ein Problem. Aber ich nenne jetzt das einfach und ich muss das virtuell vorstellen, es ist ein Whisky. Warum ich keinen Whisky jetzt heute nehme, ist wegen dem, weil es ist, als ich das Video gedreht habe, es braucht Vorbereitung, ich schneide das, ich kann das nicht direkt euch publizieren. Das habe ich am Morgen gemacht, dann ist das Licht gut. Und die Problematik ist, am Morgen trinkt man keinen Alkohol. Und heute Nachmittag fahre ich dann noch im Auto und nicht nur Zug und da kann ich ja nicht mit Alkohol rumfahren. Da kommt die Polizei und dann werde ich auch verhaftet. Nee, wollen wir nicht, darum heute kein Whisky. So, dann haben wir natürlich die Story hier, eben das Putzen, den Preisenschreiben und dann kommt ein Clou. Es gibt noch einen weiteren. Aber der Designer, ich muss euch sagen, hat sich so viel Gutes überlegt. Hier ist ein Waschsalon und der Waschsalon kann man Wäsche waschen, aber man kann hier auch Geld waschen. Gibt es in der Schweiz ja nicht. Wir machen das nicht mehr. Nee, wir haben ein Geldwäschereigesetz, wo das nicht verboten ist. Aber schon die Idee, man kann hier ein Geldstück reintun oder ein Goldbarren und dann geht er direkt in den Tresor. Ja, super, super Idee. Dann haben wir hier den Bankräuber, der kommt und der will die Bank ausfahren. Und jetzt kommt der Clou. Es gibt einen Kamin. Und durch den Kamin kann der Bankräuber einsteigen und nach unten gehen. Und unten ist eine Lücke und dort kann er dann in den Tresor reingehen. Ich habe zuerst gedacht, warum ist da so eine Konstruktion und da diese, das sieht eigentlich gut aus, aber Spielspaß pur. Da muss man mal auf die Idee kommen. Banküberfall. Und ich habe dann natürlich gesagt, ja, das nächste, was ich euch zeigen werde, ist ja die Polizeistation, die ich selber gekreiert habe, aus diesem Set und einem anderen Set, dem Pet Shop. Und da kommt jetzt der Polizist und der sagt, Hände hoch, Hände hoch, das ist im Überfall, sagt der Bankräuber. Ja, ba, Banküberfall, kennt ihr ja sicher. Es gibt ein gutes Lied dazu, ba, Banküberfall. Und stellen Sie sich bitte hinten an, ja. Da kommt auch nicht ausrauben, der Bankräuber, weil die Leute sich geweigert haben. Aber dieser Polizist kommt jetzt her und sagt, Hände hoch. Auch er sagt Hände hoch, weil er hat eine Waffe. Und will, dass der andere nicht schießt, der andere hat aber gar keine Waffe. Nee. Und der muss hier rauskommen und schon wird er verhaftet und wird dann in das Polizeipräsidium gebracht. So, das ist die Story von diesem. Ja. Also auf die Idee zu kommen, einen Waschsalon einzubauen zur Bank, ich habe zuerst auch gedacht, was soll das? Aber als ich die Idee gehört habe, habe ich gesagt, hey, super Überlegungen. Und schön gemacht, auch hier hat es einen kleinen Baum. Der Baum des neuen Modularhäuser, die ist natürlich viel schöner als dieser, aber auch hier schön gemacht. Ja. Kommen wir zum Äußeren, zu den Merkmalen vom Bau. Und da gibt es auch gewisse Dinge, die Bank. Die haben solche Barren, Goldbarren, haben sie einfach grau gemacht und
Hier gebraucht das Fliesen. Und es sieht viel besser aus. Es sieht dann so wuchtiger aus, so wie früher in der Altstädte, wo man diese Strukturen hatte. Und wunderbar, muss man auf die Idee kommen. Das sind Goldbalken. Dann haben wir hier solche Kuchen, auch grau überzogen. Dann haben wir hier diese Runden. Und die haben so Kerben und darum sieht das aus wie Säulen. Das Teil finde ich perfekt. Das finde ich sehr schön, wenn ihr so einen Bogen habt und dann dieses Teil dazu kombiniert, dann sieht das einfach spitzenmäßig aus. Und das habe ich dann im Bahnhof bebaut und das finde ich einfach schön. Wunderschön gemacht. Auch diesen Balkon mit dieser Verzierung. Und dann hier eine Mini-Mini-Figur. Flügel auf der Seite, hier Hände. Das sind Details, die liebe ich an diesen Häusern. Da ist jemand wie ich, der baut gerne Sachen auf und der stellt das zusammen und dann kommt daraus ein solches prächtiges Haus und der kann stolz sein. Er kann ehrlich stolz sein, dieser Designer kann stolz sein, was er geschafft hat und vor allem, weil er noch Ideen reingebracht hat. Eine Geschichte. Kommen wir auf den Obersten und der Oberste auch so wunderbar. Ich schwelge mit diesen Fenster von oben. Hätte er lassen können und etwas anderes, aber er ist schön gebaut. Und wenn man es anders stellt, dann seht ihr, es könnte ein Erker sein. Und so könnt ihr da auch einen Erker bauen. Und dann haben wir hier unten wunderbare Kronleuchte. Und das passt einfach. Und er hat daran gedacht, wenn man es auf den Boden legt, kein Problem, weil es ist unklappbar. Ja. Also muss man alles bedenken, wenn man so Zeug baut. Und natürlich verdient er auch. Aber trotzdem, ich ein Lob an diesen Designer. Dann kommen wir auf den nächsten. Und da seht ihr, da ist das Büro des Bankdirektors. Und er hat einen schönen Sessel. Es sieht von außen nicht so super aus. Hier grün, weiß und da grau. Und auf der Seite ist es noch gut. Aber das ist das Einzige, was im Gebäude ein bisschen stört, ist, wie es draußen gebaut wurde. Aber von innen sieht es eben gut aus. Und darum habe ich gesagt, auch bei anderen Häusern, ja, Lego kommt es darauf an, dass sie gute Fotos machen können. Und von innen dran und von außen dran ist egal, weil die Häuser sind ja zusammengekoppelt. Kein Problem. Auch dieses mit dem schönen britisch anleuchtenden Leuchte. Eine Pracht. Da gibt es noch den alten Bankrektor, der drinnen ist und ja, was will man sagen? Wunderschön. Und er kann natürlich von oben, kann er durch die Fenster schauen und schauen, dass die Leute da auch richtig schön einzahlen und dass das Geschäft läuft. Alles hat man gedacht. Alles. Nur an etwas hat man nicht gedacht. Und das habe ich dann noch ein bisschen optimiert. Ich kenne das ja von mir. Ich probiere es immer ein bisschen noch zu optimieren. Hier haben wir, das habe ich angebaut und das hier oben habe ich angebaut, damit die Leute nicht vom Waschmaschinensalon in die Bank gehen können und auch nicht endlich runterfallen, wenn sie die Treppe hochgehen. Das habe ich ein bisschen modifiziert, aber sonst ist alles original. Wie gemacht? Waschmaschinensalon. Die Fliesen, die verschiedenen Farben, dann wie die Waschmaschine gemacht wurde mit dem Rettungsring. Wunderbar gestaltet. Dann hat man hier auch den Tresor, den kann man von oben öffnen und es hat, hinten hat es auch Banknoten und den Tresor, den kann man öffnen, also ja, mache ich jetzt mal auf. Ja, das Einzige, was ich zugemacht habe, ist die Busstation, weil ich gesagt habe, wenn dieses nach außen dreht, jetzt fährt schon raus, etwas weg, kein Problem. Wir können das ja wieder, das ist das Gute bei Lego, man kann es dann immer wieder zusammenbauen, also nebenher, oder von Klemmbausteinen. Ja, dieses Produkt ist von Lego und wunderbar gestaltet, viele Details, viele Überlegungen. Es gibt auch noch, ich weiß es nicht, ob das jetzt eine Orangenbüchse ist. Ja, wunderbar. Ich muss sagen, eine totale Kaufempfehlung, wenn ihr es noch kaufen könntet. Das ist das Einzige, was mir jetzt missfällt, dass ich euch sagen muss, es gibt es leider nicht mehr.
Aber wenn ihr Glück habt, schaut auf die Tauschbörsen. In diesem Sinne, ich habe so viel gequatscht, wünsche ich euch viel Bauspaß und eine gute Zeit. Euer Steinermeister und tschüss.